Hallo, liebe Interessierte und Zuhörer. Jetzt habe ich mal einen positiven Artikel, der mich doch sehr freudig stimmt, weil es wird ein Krieg beendet, der auch schon, glaube ich, 7 oder 8 Jahre tobt hier im Jemen. Und das war ja, ist ja auch ein Stellvertreterkrieg, glaube ich, zwischen Saudi-Arabien als Waffenlieferant und ja, ich weiß gar nicht, wer der Gegner da ist, wogegen die eigentlich kämpfen, weil da hört man ja eigentlich überhaupt nichts mehr von der ganzen Thematik. Wartet mal. Bin jetzt hier mal auf die Google-Seite gegangen, habe oben eingegeben, Krieg im Jemen, Tote, und da wird mir das hier aufgeklappt. Könnt ihr alles nachlesen? Ich denke mal, das werden die wohl nicht löschen. Auch bei Wikipedia sind Einträge und da findet man doch vieles, wer sich da weiter für interessiert. Ich lese mal hier vor, weil ich bin auch nicht mehr so am Schirm, habe das gar nicht mehr am Schirm, der Krieg. Und der ist ja ganz verheerend. Das ist ja, schau das mal hier die Bilder an. Die Ärmsten der Ärmsten, da kann ich ja nur sagen. Die haben nichts und da wird alles noch kaputt geschossen. Seit dem Beginn des Konflikts wurden nach UN-Angaben bereits rund 380.000 Menschen getötet. Die meisten von ihnen starben an den indirekten Folgen der Kämpfe. Millionen weitere Menschen mussten flüchten. Die UN stuft den Krieg und seine Folgen im Jemen als weltweit schlimmste humanitäre Krise ein. Schon irgendwie sehr traurig, aber wie ich jetzt gelesen habe, scheint das wohl ein Ende zu finden. Dann kann man denn hier weiter das aufklappen. Hier Frage: Wie schlimm ist der Krieg im Jemen? Bin schon mega schlimm. Seit Beginn des Krieges hat sich die humanitäre Lage im Jemen weiter dramatisch verschlechtert. Laut Angaben der Vereinten Nationen gibt es derzeit 4,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Über 21 Millionen von insgesamt ca. 3,5 Millionen Menschen benötigen humanitäre Unterstützung. Wer unterstützt den Krieg im Jemen? Die Militärintervention im Jemen seit 2015, überleg mal schon 8 Jahre, ist eine militärische und politische Intervention von einer von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz im Jemen. Der neben Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain, Katar, Kuwait, die Vereinigten Emirate, Jordanien, Marokko, Sudan und Senegal angehören und. Also. Was ist der Grund? Was geht nochmal hier? Also, da könnt ihr mal, bei Interesse könnt ihr euch das hier nochmal alles anschauen. Das hier ist nochmal eben den Grund und dann gehe ich mal auf den Artikel, wo denn hier über Frieden gesprochen wird. Alte Missstände und Beginn des Krieges 2015. In den Protesten des sogenannten arabischen Frühlings im Jahre 2011 kumulierte der Unmut weiterer Teile der jemitischen Bevölkerung, dessen Ursache in der jahrzehntelangen Diktatur, Misswirtschaft, Korruption und Unterdrückung durch das Regime von Ali Abdallah Saleh liegt. Ja gut, also das ist auch sehr komplex und sehr, ja. Aber ich gehe mal auf den anderen Artikel, vielleicht finden wir da noch weitere Informationen. Da ist ja schon wieder Chinas neue Weltordnung und nicht USA oder Europa. Also China scheint wohl hier, ja, das eingeleitet zu haben, zu mischen, mit Geld oder was weiß ich, wie die das gemacht haben. Vielleicht finden wir was hier im Artikel. Wir schauen. Also hier muss ich mir mehr vorlesen, weil hier kann ich nicht, habe ich nicht genug Infos im Hintergrund, dass ich das so jetzt runter erzählen könnte. Ne? Also hier muss ich mich selber einlesen. Aber ich denke mal, ist interessant. Das ist eine Geschichte des Friedens, für die Pekinger Eliten sich gerne bald selbst feiern würden. Die stolze Nation könnte erreichen, dass die Welt einen Krieg weniger zu beklagen hat. Millionen von Menschen haben einen Grund zur Hoffnung.
Also sehr gut, finde ich klasse. Egal, welches Land hier für Frieden sorgt, muss man, glaube ich, so neidlos anerkennen. Ne? Es geht um das hierzulande sonst wenig beachtete Jemen. Vordergründig zumindest. Die Nachricht des Wochenendes ist, jetzt über Ostern, Vertreter der saudischen Regierung flogen am Samstag in den Jemen, um erstmal mit den verhassten Houthi-Rebellen über einen dauerhaften Frieden zu verhandeln. Da ist ja auch die Frage, Saudi-Arabien hat ja früher immer viel mit Amerika, ist Amerika hier raus, haben die nicht mehr den Einfluss auf Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien möchte auch jetzt Erdöl wie heißen die Geldeinheit, ihr Chinesen, Yen, verkaufen. Und nicht mehr in Petrodollar. Und soviel ich weiß, ist, glaube ich, der Biden auch bei dem saudi-arabischen Präsidenten da oder König haben keine großen Geschäfte machen können, irgendwie auch abgekanzelt. Irgendwie, ja, wir brauchen nicht mehr Amerika mit Waffen. Die holen wir jetzt aus China. Und da, denke ich mal, ist auch eine Machtverschiebung, was das auch hier mit einleitet, dass China da im Hintergrund die Fäden zieht. Geleitet wurden die saudischen Verhandlungsdelegationen von deren Botschafter im Jemen, Mohammed bin Sadi Abdashallah. Ihm gegenüber saß die Delegation und der Chef des obersten politischen Rats der Houthis, Mandili al-Mashat. Beide zeigten sich anschließend äußerst zuversichtlich. Al-Mashat sprach gar von einem möglichen gerechten und ehrenwerten Frieden. Jetzt weiß ich gar nicht, wer hier wer ist. Das Houthi umgekehrt? Keine Ahnung. Also, müsst ihr mal weiterhelfen, wenn ihr wisst. Schreibt mir in die Kommentare mal da rein, wer da richtig hier, wer da gut Bescheid. Was ist Michael Lüders? Der ist eine Koryphäe. Das ist so der Nachfolger von Peter Scholler-Thur. Da, der ist eine Koryphäe da drin, der weiß alles über diesen Krieg und schon klasse Vorträge, müsst ihr mal bei YouTube googeln. Der Krieg im Jemen dauert bereits seit 8 Jahren, in einigen Regionen schon länger. Nachdem die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen, also Iran ist ja auch Gegner von Amerika, ja, im Herbst 2014 die Hauptstadt Sanaa einnehmen konnten, suchte Präsident Abd Mansur Hadi Hilfe im Ausland. Saudi-Arabien und andere sunnitische Staaten intervenierten militärisch, um Hadi wieder an die Macht zu bringen. Die Saudis wollten verhindern, dass ein weiteres Land an ihrer Südflanke unter iranischen Einfluss gerät. Es kommt zum Stellvertreterkrieg. Die sunnitischen Alliierten auf der einen Seite und der schiitische Iran auf der anderen. Die Vereinten Nationen sprachen von knapp 500.000 Toten und 4,5 Binnenflüchtlingen. Die Hälfte der Jemiten ist inzwischen arbeitslos. 2/3 der Bevölkerung sind auf der humanitären Unterstützung angewiesen. Der Jemen ist das Armenhaus der arabischen Welt. Ja, so sieht das aus. Friedensbemühungen. Gab es in den vergangenen Jahren viele, mit wechselndem Erfolg. Im Jahr 2018 erreichte Schweden, dass über den Hafen Al-Udaya wieder humanitäre Güter ins Land kommen können. In Bagdad gab es unter Vermittlung des Oman mehrere Verhandlungsrunden. Im Jahr 2022 einigten sich beide Seiten schließlich mit Hilfe der Vereinten Nationen auf einen Waffenstillstand, der allerdings im Oktober auslief. Ja, und da habe ich auch vielleicht Hoffnung für die Ukraine, dass der Krieg wird ja auch irgendwann beendet werden. Es ist ja mal die Frage, unter welchen Bedingungen ist jetzt der Krieg eingeführt worden? Haben da irgendwelche Sunniten oder Schiiten Nachteile? Können die Menschen zurück? Wer macht Aufbau? Wer hilft da für den Wiederaufbau? Und ich denke mal, dass China da finanziell stark helfen wird beim Wiederaufbau. Das könnte vielleicht der Hauptgrund oder einer der wichtigsten Gründe sein. Ja, steht ja auch hier. Und dann erscheint China auf der diplomatischen Bühne und plötzlich scheint ein Frieden im Jemen in greifbarer Nähe.
Erst Mitte März haben sich Iran und Saudi-Arabien Mitte März in Peking auf die Wiederaufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen geeinigt. Und das sind ja eigentlich Erzfeinde, ne? Saudi-Arabien und Iran. Also auch da ein Stellvertreterkrieg, vergleichbar mit Iran-Amerika oder USA-China oder USA-Russland. Ja, das ist alles unfassbar. Am Anfang reichten sich daraufhin die saudischen und iranischen Außenminister in Peking formell die Hand. Und nun wird im Jemen offenbar ernsthaft über einen Frieden verhandelt. Die Geschwindigkeit der diplomatischen Abfolge ist enorm. Fast zu schön, um wahr zu sein. Nach 8 Jahren Krieg. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie China das gelingt, ist die Antwort relativ trivial. Mit Geld bestimmt. Wir gucken. Iran sucht seit längerem einen Weg aus der internationalen Isolation, die es sich mit seinem Atomprogramm manövriert hat. Und Saudi-Arabien gibt zu einem pro Jahr einen mehrstelligen Milliardenbetrag im Jemen aus. Zum anderen drängen die USA die Saudis zum Frieden. Seit Donald Trump doch nicht mehr im Oval Office sitzt. Aha. Ja, das ist natürlich, ja, wenn das mal stimmt. Ich weiß nicht, hat Donald Trump war dagegen? Das ist immer so eine Frage mit der Klammer. Aber da weiß ich nicht, müsst ihr mal, ja, jetzt kommt. Das Verhältnis Saudi-Arabiens zu den USA ist aus mehreren Gründen nicht mehr das Beste. Joe Biden hat offen mit dem Bruch gedroht. Da umgibt man sich in Riad gerne mit neuen Partnern. Aha. Ob es wirklich zu einem Frieden im Jemen kommt, völlig unklar. Die Lage im Land ist komplex. Viel hängt davon ab, wie viel Einfluss China wirklich nehmen kann und will. Eine absurde Situation. China bekommt Einfluss auf 2 Staaten, in denen Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit bekanntermaßen keine Rolle spielen. Da sitzen 3 autokratische Regime an einem Tisch. Und für die Menschen im Jemen wird das zur Chance. China kann jubeln, vergrößert seinen Einfluss in der Welt, sichert sich Zugang zu Rohstoffen und Märkten am Golf. Genau darum geht's. Ne? Randnotiz: Russland und Saudi-Arabien sind die größten Rohöllieferanten für das Reich der Mitte. Auch wenn Russland und die Saudis nach dem Beginn des Ukraine-Krieges von Platz 1 verdrängt hat, der neuen Freundschaft zwischen Peking und Riad tut das keinen Abbruch. Chinas fragwürdige Allianz werfen neue Fragestellungen auf. Die Beziehung zum Iran ist nicht denkbar, ohne sich in der Frage zu Irans Atomprogramm zu positionieren. Auf einmal kann Peking so zum Beispiel die Sicherheit Israels entscheidend mitprägen. Andersherum wird interessant, wie sich die neuen Freunde Chinas in der Taiwan-Frage verhalten. Entspannter wird es auf der diplomatischen Weltbühne nicht, wenn Diktatoren und Autokraten gemeinsam Sache machen. Aha. Altes Foto, glaube ich, ne? Ja, keine Ahnung, steht nicht dabei. Es wird ein historisches Datum werden. Am Samstag werden die letzten verbleibenden 3 Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Also das ist wieder was anderes, ne? Oder hat das hier was mit zu tun? Weil hier würde ich euch das noch, also das sind andere Nachrichten, ne? Und nochmal China. Ja, nochmal hier China. Brasiliens Präsident Lula da Silva beginnt einen 5-tägigen Staatsbesuch in China. Er trifft auch Staatspräsident und Parteichef Xi Jinping. Die Volksrepublik ist Brasiliens wichtigster Handelspartner. Okay, dann lasse ich auch noch hier das Video abspielen und dann habe ich nochmal ein paar E-Mails. Hoffnung auf ein Ende des Krieges im Jemen. In der Hauptstadt Sanaa kommen Vertreter Saudi-Arabiens und der Husi-Rebellen zusammen. Auch eine Delegation aus dem Oman traf in Sanaa ein, die in dem Konflikt vermitteln soll. Die Husi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, hatten die Hauptstadt 2014 eingenommen. Sie kämpfen seit Jahren gegen die Truppen der international anerkannten Regierung, die von einer Militärkoalition unter der Führung Saudi-Arabiens unterstützt wird.
Der jemenitischen Regierung zufolge planen die beiden Verhandlungsparteien eine Verlängerung der eigentlich im Oktober ausgelaufenen Waffenruhe, um über einen Friedensvertrag zu verhandeln. Dabei könnten die Husi-Rebellen der jemenitischen Regierung zufolge wichtige Forderungen durchsetzen. Demnach ist die Regierung unter anderem bereit, Husi-Vertretern in den von ihnen kontrollierten Gebieten als Staatsbedienstete zu bezahlen. Wir hoffen und bitten Gott darum, dass die Saudis und die Houthis eine Lösung finden, die die Jemeniten zufriedenstellt, weil die Menschen kriegsmüde sind und keinen Aufschub mehr wollen. Jedes Jahr versprechen sie uns eine Lösung. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen, dass die Verhandlungen erfolgreich sind und Sicherheit bringen. Ausschlaggebend für die neuen Verhandlungen ist offenbar die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran unter Vermittlung Chinas. Zuletzt waren die Außenminister der beiden Länder in Peking zusammengetroffen. Ich suche noch mal eine Landkarte, wo ich euch zeige, wo das überhaupt auf der Welt hier liegt, diese Länder. Ne? Dass ich wisse. Also hier habe ich meine Karte von... Hier ist also Saudi-Arabien, hier in der Mitte, ne? Hier ist der Suezkanal und hier ist der Jemen und hier ist der Oman. Ja? Und hier, ne? Das ist der Streitfall. Hier ist Krieg seit 8 Jahren. Und Iran ist jetzt hier oben irgendwo, ne? Hier, da ist auch der Iran. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier die anderen Bilder. Ja, Krieg, Bilder sind immer schlimm, könnt ihr euch selber anschauen. Da wollte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Was ich jetzt nochmal euch zeige, sind die E-Mails. Ne? Da habe ich hier 8 Stück. Also, es gibt keine total gut oder total böse. Wenn heute China für Frieden vermittelt, ist gut. Wenn morgen China Krieg startet, ist böse. Alle Länder sind gleich so. Das stimmt wohl, kann auch Amerika stehen. Ne? Das schmeckt der NATO-Kriegstreibern nicht. Aha. Unsere Rolle in diesem Film wird eher eine Rolle als Nebendarsteller sein in Richtung Statisten. Ja, sowieso, Deutschland spielt eh keine Rolle, außer nur Waffen- und Geldlieferungen. Ne? Aber sonst, politisch entscheiden die nicht mit. Wir müssen uns endlich von den USA abspalten. Ach ja, auch wieder. Hoffentlich kollabiert die USA bald. Dann wird es ein gutes Stück sicherer auf der Welt. Ja, unter China sicherer, bis jetzt hat China noch so keine Kriege angezettelt, aber wenn China nachher diese Vorreiterstelle hat, wie es Amerika, und da kommt ein anderes Land und will das China wieder streitig machen, wie wird denn dann China reagieren? Zum Beispiel, was weiß ich, wie Japan oder Südamerika, aber Amerika ist ja auch noch, ist momentan auch die Weltmacht Nummer 1 und... Die Chinesen haben 2 Flugzeugträger, Amerika glaube ich 11. China hat keinen militärischen Stützpunkt, Amerika hat glaube ich 198 oder 196 Militärstützpunkte, muss man sich mal vor Augen führen. Ne? In Deutschland glaube ich auch einen, ne? Mindestens 2, in Ramstein, in Frankfurt, Eifel, ja, ist ja überall verteilt halt. Ne? Kokain für den Westen und die Verdummung zu gewährleisten, wie einst umgekehrt Rache aus China, die Geschichte wiederholt sich, Grüße aus Hamburg. Ja. Neue, tolle neue Welt, alles Ordnung und alles tolle Länder. Ja. Aber schreibt ihr mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht. Ist das eine gute Nachricht, Frieden? Eigentlich ja, aber die Länder, ja gut, das ist auch eine tolle neue Weltordnung. Ich denke mal, unter Amerika ist da, glaube ich, besser oder schlechter. Ist die Weltordnung unter China und Indien, unter den Ländern besser, mit Brasilien, Russland. Weil Amerika ist ja auch nicht ohne, vielleicht brauchen wir nur eine große, ich glaube, wir haben auf der Welt auch andere Probleme. Müssen, dass alle Leute Wasser bekommen, alle Leute genug zu essen haben, bezahlbaren Strom für alle. Und da brauchen wir vielleicht eigentlich, dass alle zusammen ein Problem lösen. Wie das bestimmt dann passieren würde, wenn ein Meteorit die Erde bedroht. Dann müssen alle zusammenarbeiten. Das zeigen ja auch so manche Filme und
aus dem Film muss das nachher auch irgendwie Wirklichkeit werden, dass man die Kriege hier beendet und der Ukraine-Krieg. Ich glaube, dann haben wir schon, außer noch ein paar so Scharmützels in Afrika oder wo, aber da müssen die Großen für sorgen, kein Krieg mehr, und weil die Kriege sind meistens Rohstoffe, Ländereien, Geld, ja, die kriegt man die vielleicht doch im Griff. Aber gut, schreibt mal in die Kommentare rein, teilt das Video und ja, bis zum nächsten Video.